doch. So, so, das Dienstmädchen. Hab schon sehr viel von Ihnen gehört. Sehr freut, Sie kennenzulernen. Doch, das wollte man dann. Mademoiselle. Ja, das habe ich mir gleich. Erklären Sie mir bitte, was Sie hier machen. Ja, aber mein kleiner Bauer war ihm denn so wütend. Sie hat doch gesagt, sie schläft. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Vor allem nicht bei uns im Schmidt. Katrin, misch dich da bitte nicht ein. Anna, Sie wollten doch zu Ihren Verwandten in die Steiermark gefahren sein. Oder nicht? Oder ja. Aber ich habe mir das Geld gespart und habe mir das Familienschweizer machen in eine Sparstellung gesteckt. Na, wir Österreicher haben das nur unser Bankkonto. Anna, ich habe Ihnen doch nicht das Geld gegeben, damit Sie... Mein kleiner Wauwau, möchtest du mich jetzt nicht endlich einmal vorstellen, anstatt Anna anzubrüllen? Meinetwegen, das ist Anna. Das weiß ich. Aber sag ihr jetzt, wer ich bin. Das ist Mademoiselle Katrin. Aha, und haben einen Hund, weil sie immer Bau, Bau sagen. Nein, ich meine Spielkameradin. Nein, meine Schulkameradin. Ja, aber mein kleiner Baubau macht doch keinen Witz, denn. Katrin, sag bitte auch nicht Liebling zu mir. Anna, könnte das falsch verstehen? Sie wurde nämlich da oben auf dem Bergbauernhof sehr streng erzogen und kann sich jetzt wieder zurückziehen. Ja, dies muss ich mir denken. Sie haben nichts zu denken. Erklären Sie mir bitte alles. Ich wäre besser, wenn Sie mir jetzt und hier und heute etwas erklären würden.